Stell dir eine brillante Neurowissenschaftlerin namens Mary vor. Sie wohnt in einem schwarz-weißen Zimmer, liest nur schwarz-weiße Bücher und ihre Bildschirme zeigen nur schwarz-weiß. Obwohl sie noch nie Farben gesehen hat, ist Mary Expertin für das Sehen von Farben und weiß alles, was Physik und Biologie je darüber herausgefunden haben. Sie weiß, wie verschiedene Wellenlängen des Lichts drei Arten von Zapfenzellen in der Netzhaut stimulieren und wie elektrische Signale über den Sehnerv ins Gehirn gelangen. Dort erzeugen sie Muster neuronaler Aktivität, die den Millionen Farben entsprechen, die die meisten Menschen unterscheiden können. Stell dir nun vor, dass Marys Schwarz-Weiß-Bildschirm eine Fehlfunktion hat und ein Apfel in Farbe erscheint. Zum ersten Mal erlebt sie etwas, wovon sie schon seit Jahren weiß. Lernt sie dadurch etwas Neues? Gibt es etwas über die Farbwahrnehmung, das in ihrem Wissen noch nicht enthalten war? Der Philosoph Frank Jackson entwickelte 1982 dieses Gedankenexperiment, das er Marys Zimmer nannte. Er argumentierte, wenn Mary alle physikalischen Fakten über Farben sehen kenne und das Erleben von Farbe ihr dennoch etwas Neues beibringe, dann könnten Geisteszustände wie die Farbwahrnehmung nicht völlig durch physikalische Fakten beschrieben werden. Das Gedankenexperiment Marys Zimmer beschreibt, was Philosophen das Wissensargument nennen. Es gibt nicht physikalische Eigenschaften und Erkenntnisse, die nur durch Erfahrung entdeckt werden können. Das Wissensargument widerspricht der Theorie des Physikalismus, dass alles, auch Geisteszustände, eine physikalische Erklärung hat. Den meisten, die Marys Geschichte hören, scheint es intuitiv offensichtlich, dass das tatsächliche Sehen von Farben völlig anders ist als das Wissen darüber. Es muss also einen Aspekt der Farbwahrnehmung geben, der über die physikalische Beschreibung hinausgeht. Das Wissensargument bezieht sich nicht nur auf die Farbwahrnehmung. Bei Marys Zimmer steht diese für bewusste Erfahrungen. Wenn die Wissenschaft die Farbwahrnehmung nicht vollständig erklären kann, dann andere bewusste Erfahrungen wohl auch nicht. Beispielsweise könnten wir jedes physikalische Detail über das Gehirn einer anderen Person kennen, aber trotzdem nicht wissen, wie es ist, diese Person zu sein. Diese nicht mitteilbaren Erfahrungen haben Eigenschaften namens Qualia, subjektive Aspekte, die man nicht genau beschreiben oder messen kann. Qualia sind für die erlebende Person individuell, wie etwa ein Juckreiz, Verliebtheit oder Langeweile. Physikalische Fakten können solche Geisteszustände nicht komplett beschreiben. An künstlicher Intelligenz interessierte Philosophen nutzen das Wissensargument für die Theorie, dass ein physischer Zustand nicht zwangsläufig einen entsprechenden Geisteszustand erzeugt. Anders gesagt, baut man einen Computer, der die Funktion jedes Neurons des menschlichen Gehirns nachahmt, entsteht nicht unbedingt ein Abbild davon im Computer. Nicht alle Philosophen finden Marys Zimmer nützlich. Einige argumentieren, ihr großes Wissen über das Farbensehen ermögliche ihr denselben Geisteszustand wie beim tatsächlichen Sehen der Farben. Die Fehlfunktion des Bildschirms habe ihr nichts Neues beigebracht. Andere sagen, ihr Wissen sei nie vollständig gewesen, weil es nur auf physikalischen Tatsachen beruhe, die man mit Worten übermitteln kann. Später revidierte Jackson die Haltung zu seinem Gedankenexperiment. Er entschied, sogar Marys Erfahrung, rot zu sehen, entspreche immer noch einem messbaren physikalischen Ereignis im Gehirn und nicht unwissbaren Qualia jenseits einer physikalischen Erklärung. Ob Mary beim Anblick des Apfels wirklich etwas Neues erfährt, ist noch nicht endgültig geklärt. Gibt es vielleicht absolute Grenzen dafür, was wir über etwas wissen können, das wir nicht erleben können? Gibt es also bestimmte Facetten des Universums, die sich unserem Verständnis dauerhaft entziehen? Oder können wir mithilfe von Wissenschaft und Philosophie die Grenzen des Verstandes überwinden? Abonniere diesen Kanal, um deine Neugier zu stillen und jede Woche etwas Neues zu lernen.